Hallo Leute. Ein kleiner Einschub. Ich habe mir gedacht, ich erzähle euch heute mal, wie das überhaupt zustande kommt, dass ich diese War Thunder Aufzeichnung mache. Da ich eine ganze Menge gelernt habe, denke ich mir, das ist irgendwie eine Sache, die ich teilen sollte. Wie ihr seht, ist dieses, seht ihr, ich kann praktisch rüberblenden auf War Thunder. Da seht ihr im Prinzip die typische Einstellung, die ich habe. Und was ich auch gesagt habe, ist, dass ich alles mit Open Software mache, also alles auf Linux. Ich habe hier ein Kubuntu laufen, das ist eine KDE-Version von Ubuntu 16.10. Und ich arbeite mit einer Software, die OBS heißt. Und ich will auch einfach mal zeigen, wie die einzelnen Dinge, also praktisch wie der Screen zustande kommt. Da ist mich nichts geschnitten drin, das ist alles live aufgezeichnet. Ja. Und dafür zeige ich euch einfach mal irgendwie so ein paar Sachen. Also erstmal der eigentliche Screen, auf den ich jetzt umschalte. Es gibt ein Programm, das nennt sich Joystick Test. Also JS Test genannt. Clear. Ich mache das gerade mal auf der Shell. Und Test. So. Im Prinzip ist es das Programm, das ich starte. Und dieses Programm zeigt im Prinzip die einzelnen Joysticks an. Das eine ist der Logitech in diesem Fall. Den Logitech Joystick nehme ich hier rein. Dann starte ich, also ich habe OBS am Laufen, das ist praktisch das Programm, mit dem ich diese Screencasts mache. Und ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen durcheinander, sieht so aus, aber hier ist der Joystick. Und hier kann der Joystick angezeigt werden oder nicht. Wie ihr seht, taucht er auf oder nicht. Also dann in dem Bereich hier unten da. Und ja, ist ein bisschen verwirrend jetzt, weil das irgendwie alles im Fenster, im Fenster, im Fenster, im Fenster ist. Naja, egal. Jedenfalls, das hier ist im Prinzip ein Input, den ich sozusagen hole aus dem Screen. Und das ist, dem habe ich gesagt, dass er dieses Fenster hier nehmen soll. Dieses Fenster als Input nehmen soll, also dieses hier. Und was auch immer auf diesem Fenster passiert, wird abgebildet. Dazu habe ich habe ich noch einen Filter aktiviert, habe einen Color Key gesetzt, der genau auf die Hintergrundfarbe gesetzt ist, also dieses hier, und habe diesen Color Key als durchsichtig deklariert. So, deswegen sieht man den Hintergrund hier nicht, sondern nur die Schrift. Das ist ein kleiner Trick, der ist mir eingefallen. Ich habe es nirgendwo gesehen und ich dachte mir, da ich das alles mir ausgedacht habe, irgendwie zeige ich das mal. So, dann seht ihr jetzt meinen Kopf in einem runden Fenster. Da sagt man sich auch, okay, wie kommt denn das, dass es ein rundes Fenster ist? Naja, das ist die Webcam in dem Fall. Die Webcam ist praktisch ein weiterer Input. Dort habe ich als Eingang definiert natürlich die Webcam selbst, die ich benutze. Das ist ein ziemlich billiges Ding. Und zusätzlich habe ich einen Filter aktiviert an der Farbkorrektur, wo ich ein bisschen den Kontrast raufsetze. Und dann habe ich eine Maske definiert. Die Maske ist in dem Fall ein schwarz-weißes Bild. Das heißt, ich habe den der hintere Bereich, der Hintergrund ist schwarz und dann wird hier ein fließendes Weiß gemacht. Ich habe das über GIMP gemacht. Ich zeige also, wie man sowas in GIMP macht. Das müsst ihr dann, das kann ich nochmal ein anderes Mal zeigen. Im Prinzip wollte ich erstmal zeigen, wie das grundsätzlich geht. Dann habe ich den Screen Capture eingeschaltet. In diesem Fall ist Screen Capture bezogen auf den ersten Screen von meinem Bildschirm. Wenn ich irgendwie umschalte auf eine andere Szene, was ich hier machen kann, dann ändert sich das zu meinem Bild oder zu War Thunder alleine. Das wird nur War Thunder aufgezeichnet. Jetzt wird der gesamte Screen aufgezeichnet mit deinem Programm. Aber ihr seht, das sind die drei Bilder, die ich hier jetzt zeigen kann. Und die War Thunder-Einstellung unterscheidet sich im Prinzip von der Einstellung
hier, die ich jetzt für diesen Screencast benutze, unterscheidet sich damit, dass ich den Filter, nee, nicht den Filter, sondern ich habe die Quelle anders gesetzt. Ich habe als Quelle habe ich praktisch ein War Thunder Window genommen an dieser Stelle. Das ist das hier. Das heißt, da kann ich dann sagen, okay, ich möchte bitte das Fenster War Thunder oben GL nehmen. Das ist praktisch das Fenster, in dem ich das laufen lasse. Ich lasse dafür War Thunder in einem Fenster laufen. Und praktisch irgendwie, das sind die einzelnen Einstellungen davon. Im Unterschied zu dem Screencast, wo ich praktisch den gesamten Screen aufzeichne und damit irgendwie alle Fenster, die ich da reinschiebe oder auch nicht, wie jetzt in diesem Fall, könnt ihr sehen, dass ich die Fenster dort irgendwie reinpacken kann oder nicht. So, ich denke, das ist als Erklärung dafür, was ich gerade mache, ausreichend. Und ich hoffe, dass ich euch helfen konnte, es mal selbst aufzusetzen und selbst damit zu experimentieren. Die Einstellung von OBS ist noch ein bisschen komplexer, da sind noch mehr Dinge drin. Vielleicht kann man das auch noch mal zeigen. Also bei den Einstellungen zumindest kann ich jetzt einstellen, wie viel Aufnahme ich machen will, zum Beispiel, also in welcher Frequenz ich das Video aufzeichnen möchte, wie groß die XY-Auflösung ist, wie meine Audio-Auflösung ist und wie ich die Ausgabe gestalten möchte. Das heißt, in welcher Audio-Bitrate, in welcher Software-Codierung und so weiter, das steht hier alles drin. Ich habe in diesem Fall, wie ihr seht, irgendwie im Prinzip MP4 genommen. Und ich glaube, hohe Qualität, mittelgroße Dateien. Momentan steht das irgendwie hier oben, warum auch immer. Ja, jedenfalls, das ist das, wie man den einstellen kann, wie man das machen kann. Und genauso habe ich eingestellt, dass ich auch auf YouTube streamen kann. Ja, so, das war es eigentlich, was ich erzählen wollte. Und wir sehen uns dann wieder bei War Thunder, wenn ich ganz normal spiele und euch versucht, Sachen zu erklären. Bis zum nächsten Mal.